Wenn du wissen willst, wie du in Ark Survival Evolved einen Argentavis ziehen kannst, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben, denn das zeige ich dir in diesem Video. Moin, mein Name ist Nico der Profi, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Ark Video. Ihr habt gefragt, wie kann man einen Argentavis zähmen? Ich zeige euch das, wie das funktioniert. Habe ich ehrlich gesagt häufig nicht mehr so auf dem Zettel, weil es einer der ersten Dinos war, die ich gezähmt habe. Aber wenn wir da Anfänger mit glücklich machen können, dann machen wir das. Die Liste der Dinge, die wir heute brauchen, sieht folgendermaßen aus. Wir brauchen auf jeden Fall eine Flinte oder eine Armbrust oder irgendetwas anderes, mit dem ihr betäuben wollt. Wir brauchen dann die jeweilige Munition dazu. Wir brauchen heute auch einen Petri. Wir brauchen außerdem maximal 5 kleine Steintore, wir brauchen 2 verstärkte Dino-Tore, wir brauchen Kibbel oder Fleisch und wir brauchen Narkosemittel. Ich würde mal sagen, ich packe soweit alles ein und dann sehen wir uns gleich beim Argentavis wieder. So, hier sind jetzt einige Argis und hier vorne ist eigentlich auch eine ganz gute Stelle, ist relativ eben hier. Hier können wir mal die Falle aufbauen. Dafür nehmen wir uns einfach mal unsere Steintorbögen und platzieren die jetzt mal hier. Jetzt ist hier ganz wichtig, dass wir die Lücken nicht zu groß, aber auch nicht zu klein machen, denn sonst kann der Argi eventuell durchfliegen. Aber wenn wir das mal hier testen, dann funktioniert das nicht. Das ist sehr gut. Mit dem Petri müssten wir da durchkommen. Das ist nämlich auch der Plan. Mit dem Petri müssten wir dann hier auf jeden Fall durchkommen. So wie es aussieht, funktioniert das auch. Das heißt, den Abstand in etwa können wir jetzt hier auch wählen bei den anderen Toren. So, ich habe jetzt mal alle Tore gesetzt. Die sind relativ weit auseinander. Da passt kein Argi durch. Habe ich gerade mal von allen Seiten geprüft. Aber ein Petri passt da eben durch und das ist sehr gut. Wir setzen jetzt mal vorne und hinten jeweils ein Tor rein. Und wenn wir die Tore gesetzt haben, dann machen wir mal eine Seite auf. Die zweite Seite muss nicht auf sein, denn wir fliegen ja später hier durch irgendwo. Und so müssen wir später noch ein Tor zumachen. Das erleichtert uns dann schon mal die Arbeit. Idealerweise machen wir die Seite auf, wo wir auch später reinfliegen wollen mit dem Argentavis. So, wir haben jetzt hier vor uns ein Exemplar. Wir nehmen den auch mal direkt, denn der sieht ja eigentlich auch ganz schön aus. Versuchen den hier so ein bisschen zu locken. Ganz entspannt einfach, der kommt nicht ran. Zwischendurch mal vielleicht ein bisschen Gas geben. Der Argi von uns, der da vorne steht, könnte jetzt noch ein bisschen ein Problem werden, dass er sich vielleicht da ein bisschen umorientiert und dann ihn angreifen möchte. Aber das sieht doch ganz gut aus. Wir gehen direkt hier raus, steigen ab und machen den Kasten zu. Und ziggy zaggy haben wir einen Argentavis eingesperrt. Das heißt für uns dann entweder Armbrust oder Flinte raus und dann gemächlich hier drauf schießen. Immer mal ein bisschen gucken, dass der uns nicht stirbt. Denn die neigen auch ein bisschen dazu, dass sie dann schon vor dem Betäuben sterben können. Ist egal, wo ihr hinschießt, hat keinen Multiplikator auf dem Kopf. Einfach mal eventuell ein paar Schüsse warten, ist schon am Boden, weil der nur Level 12 ist. Was wir jetzt auf jeden Fall noch machen sollten, das habe ich leider auch vergessen am Anfang zu erwähnen. Wir nehmen uns hier ein paar Spikes und stellen die wieder auf, denn die Argis sind hier am Berg und am Berg können auch schon mal Rexer, Alus, Raptoren, alles mögliche auftauchen. Und dann ist das schon mal zumindest so ein bisschen abgesichert hier. Dann, wie gehabt, ihr kennt das Spiel, Narkosemittel und Fleisch oder Kibbel rein in den Argi und dann wird ein bisschen gewartet und dann gehört der auch schon uns. So, und da ist er auch schon fertig. Gucken wir uns den mal an. Der folgt uns jetzt schon direkt. Ist jetzt natürlich sehr, sehr schade, dass der nur Level 17 geworden ist, beziehungsweise war ja nur Level 8 am Anfang. Der sieht nämlich richtig nice aus, finde ich. Richtig schön hier mit dem Rot-Orange. Naja, kann man nichts machen. Entweder packt ihr dann direkt einen Sattel oben drauf und fliegt mit dem weg. Oder ihr packt den eben in eine Kryo-Kapsel rein. Das funktioniert auch. Ansonsten würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Denn so wird das Video anderen Menschen angezeigt und so kann der Kanal wachsen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin und ciao.